anders ist. Ja. Ja, aber im Prinzip her identisch. Unten haben sie das Geschäft und oben drüber wohnen sie. Insofern ist er schon ein bisschen identisch. How many kilos do they have a day right now? I think it's per day 3 kgs. 3 kgs. 3 kgs, 4 kgs. Okay. More than that, they'll get incentive. Yeah. It's all China. Okay. Now the leaf is going to be bungee. Yeah. Die pflücken ungefähr zurzeit 4 Kilogramm Tee pro Tag. Mhm. Das ergibt 1 Kilogramm fertigen Tee. Also nur das Pflücken, eine Person pro Kilo pro Tag. Ja, hallo, wir sind jetzt auf Castleton, einer der bekanntesten Darjeeling-Plantagen. Produzieren leider zurzeit noch keine Tees aus kontrolliertem biologischem Anbau, sondern konventionell. Ist aber einer der ältesten und bekanntesten Darjeeling-Gärten überhaupt. Ist wunderbar geführt. Die Büsche, die ihr hier seht, sind teilweise 100 Jahre alt. Sind sogenannte chinesische Thea sinensis, also die chinesische Teepflanze, erkennen wir an den etwas kleineren Blättern und daran, dass der wirklich als Busch aus dem Boden kommt und nicht als Stamm. Castleton ist einfach ein sehr bekannter Garten. Die Pflückerinnen, die wir eben auch gesehen haben, wenn man auf der Plantage geboren ist, hat man ein lebenslanges Wohnrecht, ein lebenslanges Anstellungsverhältnis
Und klar, man kriegt ein geringes Grundgehalt, aber auch die Flugleistung wird bezahlt nach Menge. Und hinzu kommen dann noch solche Dinge wie Qualität und nochmal Zuschlag zum Essen, für Holz, zum Kochen. Diese Dinge, das gesamte Schulsystem bis zum 18. Lebensjahr ist inklusive für alle Mitarbeiter und deren Kinder und das gesamte Schulsystem auch.